Aber lieber auf Wiedersehen. Gestern gab es für ihn ein Abschiedsrennen in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt, auch wenn er inzwischen Schweizer ist. Nach all den Dopingskandalen der letzten Jahre haben solche Abschiedsfeiern ja schon einen komischen Beigeschmack. Schließlich trafen sich gestern mit Ulrich, Klöden, Ampler und Kessler Radsportler, hinter deren Leistung das ein oder andere Fragezeichen steht. Michael Brandt. Es dürfte schon eine ganze Weile her sein, dass Jan Ullrich ein derartiges Vollbad in der Menge nehmen durfte. Steffen Wesemann hat zu seiner Radsport-Abschiedsparty eingeladen und sehr viele sind gekommen. Stefan Schumacher, zweifacher Tour de France-Etappensieger. Auch Walter Godefroth, Wesemanns früherer Teamchef. Der Stargast der Party war natürlich Jan Ullrich, trotz der radsportlich schwierigen Zeiten. Wes ist ja, seit ich ihn kenne, eigentlich ein guter Freund, einer meiner besten Freunde aus der Branche. Die in einer Art Dauerkrise steckt. Seit mehr als 2 Jahren vergeht kaum eine Woche ohne Negativschlagzeilen. Dauerthemenbilder, die in Wolmirstedt auf Bitte von Steffen Wesemann keine Rolle spielen sollten. Und trotzdem fällt es schwer, die schönen alten Zeiten zu verklären, ohne sie zu erklären. 2 Jahre. Gar nicht als Opfer. Ich fühle, der Radsport hat darunter gelitten. Das ist traurig. Also wir haben es über Jahre lang aufgebaut. Und man sieht ja, dass die Fans Radfahren lieben auch. Und genauso wie ich. Also unser Herz hängt da dran. Ne? Und das wurde in zu kurzer Zeit zu schnell niedergemacht. Die Fans riefen jedenfalls lautstark nach einem Ullrich-Comeback. Mehr als 8.000 dürften es gewesen sein, die in Wolmirstedt die Strecke säumten. 3, 2, 1 und radfrei! Es geht auf die letzten 48 Rennkilometer einer bemerkenswerten Profikarriere, begleitet von 50 treuen Weggefährten. 10 goldene Jahre hat der Radsport in Deutschland erlebt. Auch geprägt von Steffen Wesemann. Der Himmel über seiner Heimatstadt präsentierte sich dann auch fast wolkenfrei. Steffen Wesemann hat seinen Sport geliebt, frei nach dem Motto Leben und Leben lassen, für Radprofis durchaus ungewöhnlich. 5-mal gewann er die Friedensfahrt. Seinen größten Erfolg feierte Steffen Wesemann 2004 auf den steilen Kopfsteinpflasterrampen Belgiens. Mit 33 triumphierte er bei der Flandern-Rundfahrt. Nur sein Lieblingsrennen, den Urklassiker Paris-Roubaix, hat er nie gewonnen. Viel hat nicht gefehlt. Als Zweiter und Dritter erreichte Steffen Wesemann Roubaix. Stürze, defekte Schuhe, kaputte Knie. Es hat nicht sollen sein. Sein Abschiedsrennen gewann Steffen Wesemann am Ende im Sprint gegen Uwe Ampler. Noch einmal ein Duell wie einst bei der Friedensfahrt. Auch die Stimmung war wie einst im Mai. Ja, Tränen direkt nicht, aber kriegst natürlich bei der Kulisse kriegst du schon die feuchte Augen und das ist sehr emotional in dem Moment. Also das schon. Ehefrau Caroline wird auch in Zukunft oft auf ihren Mann verzichten müssen. Steffen Wesemann bleibt der Szene als Fahrermanager eng verbunden. Wie hat mir gerade gesagt, wir machen Comeback. Das wird es nicht geben. Die Zeiten sind so schon kompliziert genug. Der Radsport wird immer existieren. Ich meine, man sieht, was hier los war, was hier für Leute standen. Der wird immer existieren, aber er wird eine schwere Zeit durchmachen, ja. Schwere Zeiten. In jeder Hinsicht alles Gute, Steffen Wesemann. Und mehr zu seiner Karriere sehen Sie dann morgen bei den Kollegen von Dabei ab 2. Es gab noch weitere Meldungen heute vom Sport. Jetzt wie immer kurz und kompakt.